Können wir auch gleich die ganze Armee schon mal platt machen. Wenn wir schon mal hier sind. Alles klar. Geht mal alle nach Hause hier. Oh, eine Kiste. Aber eine Billo-Kiste. Schade eigentlich. Wir hatten dann anscheinend voll Glück mit den Legendary, mit den einzigartigen Gegenständen, mit den Orangenen. Weil so häufig kommen die dann anscheinend gar nicht. Ist das ein Schiff? Jo, tatsächlich. Bam, Alter. Aus dem Leben gebombt. Sehr schön. Alter, okay. Wir haben auf jeden Fall eine starke Waffe. So viel ist sicher. Und wenn zu viele Gegner kommen, machen wir einfach unseren Mega-Blow. ...486 Schaden. Ja, Prost Mahlzeit. Hier gibt es keine Kiste. Das würde uns die Karte ja sagen. So. Wollen wir mal weitergehen. Aber hier gibt es schon wieder zwei Wege. Aber hier ist nur ein One-Way-Ticket. Oh, scheiße. Ich dachte gerade... Softlock. Oder wie das heißt. Wenn man sich eingesperrt hat in dem Spiel und man nicht mehr rauskommt. Ohne das Spiel zu resetten. Oh, das war... War schon scheiße. Der Wurf mal wieder. Erfolg freigeschaltet. Diamantschwert, was? Wenn wir nachher mal nach den Erfolgen schauen. Wenn hier Ruhe eingekehrt ist. Oh, geil. One-Shotten bei Creepern ist natürlich sehr, sehr nice. Sicheln. Schlechtere Sicheln. War ja klar, weil unsere Waffe ist busted. Können auf jeden Fall dann nächstes Mal versuchen, eine Stufe höher zu machen. Weil wenn wir Gegner mit einem Schlag fertig machen, sind wir eindeutig zu stark. Wobei, nicht jede Waffe, nicht jeden Gegner meine ich. So, weg mit euch, 101, Alter. Gute Nacht, Leute. Ich hoffe, ihr schlaft gut, wenn ich euch in den Tod bringe zum zweiten Mal. Das ist ein kleine Höhle. Aber hoffentlich mit ein bisschen Loot. Jawohl. Oh. Schuppenrüstung. Nahkampfschaden plus 30%. Für jeden 100. erkundeten Block auf der... Nee. Der fügt einem Angreifer selbst Schaden zu, wenn du durch ihn Schaden erleidest. Aktivierung eines Artefakts erhältst du etwas... Alles klar. 30% mehr Damage jetzt mit unserem Schwert. Alles klar. Jetzt haben wir jetzt unseren Blitz nicht mehr, aber dafür ballern wir ordentlich an Damage raus. Wobei eigentlich ist es blöd, dass ich die Sache direkt verkauft habe, weil dieser Elektrifizierungsdingen war schon nicht schlecht. Aber wir werfen jetzt ja Schaden auch zurück,
Also von daher, so bad ist das ja gar nicht. Lol, wenn ich das Amulett einsetze, werde ich ja auch nochmal extra geheilt. Oh Gott, wir haben unseren Heal verbessert. Und wenn wir unser Totem anmachen, kriegen wir ja auch nochmal einen Heal. Alles klar. Die Synergie ist da. Ich weiß nicht, ob es schneller ist zu dodgen, weil du bist ja verlangsamt. Dann. Kurzzeitig. Eieieiei. Langer Weg zurück. Alles klar. Komplett aus dem Leben genommen. So, doppelt hält besser. Alter, selbst die Starken. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Lulatsch da zuerst machen. Komme ich hier rein? Jawohl. Ein Block geht. Alter, kommen wir zu spät? Das hat ja fast schon den Anschein, dass wir zu spät kommen. Oh, da hinten ist eine Höhle. Okay, der Schaden, das Schaden zurückdingen ist aber mega. Oh, hat er sich selbst umgebracht. So, schön weg von dem Viech. Eieiei. Ich verbiss ein bisschen mein Elektrifizieren. Ich sag's mal so, wie es ist. Das war ein schönes Ding. Aber der Damage, die wir dadurch gekriegt haben, jetzt nur mit normalen Attacken, ist schon nice. Wie sie einfach mal Half-Life sind, wenn sie mich angreifen. Das ist auch nice. Okay. Level 14 schon. Haben wir noch eine... Ne, Verzauberung haben wir nicht offen. Schade. Aber ich bin echt gespannt, wie viel da noch kommt. Weil den Season Pass habe ich auch gekauft. Und es soll noch mehr kommen. Also bin ich echt gespannt, was die sich noch so einfallen lassen. Weil wenn die Karte, die wir jetzt gerade gesehen haben, alles ist, ist das ja ein schönes Spiel für zwischendurch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig ist, aber es kostet halt auch nur 20 Euro. Also ist das komplett legitim. Der Illager schon wieder, ey. Arena-Kampf, okay. Aus dem Weg. Wie sie alle geone-shottet werden hier. Okay, wir sind auf jeden Fall am Start. Unsere Ausrüstung ist jetzt nicht komplett kacke. So, wenn es zu viele sind, einfach mal die B-Taste drücken. Eieiei. Selbst die schweren Gegner zerplatzen einfach. Wow. Krass, wie schön das aussieht. Kann man sich auch schöne neue Ideen für seine eigene Minecraft-Welt holen. Diese Brücke, die kann man doch bestimmt nachbauen irgendwie. Irgendwie, wenn man es kann. Wenn man den Skill hat. Oh, Magier. Ja, easy. Magier, kein Problem. Alter.
Okay. Wir sind. Ich werde jetzt nicht sagen, overpowered gerade, aber wir sind gut dabei. Geht bestimmt noch stärker. Aber das, was wir gerade so haben, kann sich sehen lassen. Schade, keine versteckte Truhen. Oder war das nur im Tutorial der Fall, dass wir da die eine freigeschaltet haben, weil wir drüber gelaufen sind? Kann natürlich sein. Okay, nix hier. Merken wir uns für die nächsten Durchläufe. Weil... Oh. Geil. Golem. Schatzgoblin meine ich. Bam. Wenn TNT fast genauso viel Schaden macht wie ein Schlag von uns, dann wissen wir, dass wir stark genug sind. Alles klar. Töten sich fast selber. Sehr geil. Versteck dich nicht. Wir können die Pfeile dann jetzt einfach verballern, weil die werden ja sowieso nicht mit ins nächste Level genommen. Ey, du warst auf meiner Seite, Junge. Warum greifst du mich an? Alter. Selbst unser Bogen one-shottet alles. Mit 37 Damage. Und wir machen 50 mit einem normalen Schlag. Alles klar. Aus dem Weg. Oh. Ah, ein schlechteres Schwert. Wer hätte das erwartet? Ja, bringt euch ruhig selber um. Habe ich kein Problem mit. Und zack. Mega Heal. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen endlich mal zum Dorf kommen. Der Dodge, ey. Voll geil. Nochmal Vorräte, okay. Oh, da ist noch ein Magier. So viel zum Magier. Einfach nur A-Spam. Geil. Aber das Level dauert echt lange. So viel muss ich sagen. Wir sind jetzt schon echt lange auf Level 14. Ups, sorry. Ich weiß, in der ersten Folge noch... ich will jetzt diese unschuldigen Kühe nicht platt machen. Und jetzt sind sie einfach nur im Weg. Alter, komplett. Leute, reitet der auf dem Huhn? Wie geil ist das denn? Oh. Leute, die Alarmglocke, okay. Alter, eine riesige Stadt. Erstmal looten, bevor wir hier irgendwas machen. 1000 Emeralds. Können wir nachher nochmal schauen, ob wir vielleicht bessere Waffen kriegen. Oder besseren anderen Stuff. Okay, hier ist das Ende. Das heißt, wenn wir die Glocke aktivieren, dann kommt ein riesen Fight. Oh, ein Schiff. Vielleicht fahren wir auch damit weiter. Aber sonst
scheint es hier nicht viel zu geben. Die eine Kiste war alles, was sie uns geben konnten. Und da waren auch leider nur Rubies drin. Ja, okay. Läuten wir die Alarmglocke. Okay, let's go. Wo seid ihr? Komplett lost. Keine Chance. Alles ge-one-shotted. Hey, jawohl. Das sind aber diesmal viele. Oh, da kommt ein... Der Boss-Magier. Okay, also... Wenn das derselbe Boss, dieselbe Boss-Schwierigkeit hatte wie der Kessel. Ganz schwierig. Ganz schwierig. So. Erfolgreich das Dorf gerettet. Ja, 100% geöffnete Truhen. Easy. Flammenköcher. Der Köcher ist mit absolut tödlichen Feinden gefüllt. 23 Damage. Machen wir das mal so und so. Ist aber schwierig. Oh, 7 Pfeile. Okay, 7 Pfeile sind dann übelst krass. Okay. Müll. What? Finstere Rüstung, plus 77 Gesundheit, plus 100% Seelen gesammelt, plus 3x Lebensaura. Bewegungsgeschwindigkeit. Stapelbahn Geschwindigkeitsschub, ja, ist aber nicht so geil. Plus 77 Gesundheit, Schadensverringerung und 30% nee, Schmutz. Nee, lassen wir mal, aber jetzt haben wir hier den wandernden Händler. Zufälliges Artefakt, aha. Ups. Das heißt, wir können hier erst nochmal aufräumen. So. Aber das ist echt teuer. 188. Ja. Da war alles gar nicht gut. Was haben wir denn hier? 143... Was? Verschießt einen gefährlichen Strahl, der Kreaturen dauerhaft Schaden zufügt. What the shit? Ich brauche Seelen dafür. Schauen wir uns das doch mal an. Haben wir zwar nichts mehr an Stuff. Aber gehen wir in die Redstone-Minen. Oh, wir sind jetzt schon in Standard 5. Alles klar. Es geht ein beunruhigendes Rumoren von den Bergen der Oberwelt aus. Man erzählt sich, dass die Illager dort tief unter den alten Minen etwas Schreckliches bauen. Etwas aus Ruß, Metall und Flammen. Nur ein Held wie du kann sich in dieses Höhlensystem begeben und die Wahrheit aufdecken. Und alles fertig machen. Jo. Wollen wir ja mal ein bisschen aufräumen, hä? Mal gucken, wie stark wir hier sind. Oh, scheiße. Ich sehe mich doch jetzt schon von der Minecart erwischten. Mitgenommen. Alles klar.
aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Deswegen müssen wir jetzt hier durchhasseln. Lol, okay. Das Minecraft hat einfach mal alles komplett weggemacht. Okay, das Ding ist geil. Alter, richtig. I'm firing my laser. Oh, hält aber echt nicht lang an. ...144 Damage, holy shit. Alter. Wie viele sind denn hier bitte? So, weg mit euch. Aber ich muss sagen, das andere finde ich besser, weil man es schneller aktivieren kann. Finde ich deutlich besser, weil dann kann ich jetzt hier einfach reinhasseln. Bam. Ja, ist deutlich besser. Für meine Spielweise ist das deutlich besser. Aber wie viele Spawner gibt's denn hier in dem Scheißladen? Okay, wir sind hier durch. Oh shit! Alter, 53 Damage. Das ist aber krass. Für Umgebungsdamage tut das echt weh. Oh, shit. Muss man sogar echt aufpassen dann jetzt. Weil der Schaden, der ist dann echt nicht ohne. Oh, Vorräte, Gott sei Dank. Dorfbewohner befreien. Easy. Nichts leichter als das. Oh, der tut weh. Der hat viel Leben, der Große. Oh oh. Ich one-shotte sie nicht mehr. Okay, das war aber stark. Bam. Komm her. Du Sau. Oh, das war einfach. Oh oh. Magier. Alter, der tut jetzt aber deutlich mehr weh als der im letzten Part. Im letzten Teil. Also im letzten Level. So. Alter, die ganzen Minecarts, ey. Weiß ich gar nicht, worauf ich achten soll hier. Shit. Wo sind meine Seelen? Ich brauche Souls. Okay. Brot ist stark. 100% Leben.
Was macht denn mit Damage, wenn die spawnen? Brennen die und die machen mir dann Schaden oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mir hier Schaden macht. Aber eins weiß ich. Es tut weh. Level up. Nice. Aber wieder zu. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich kann gerade nichts im Inventar machen. Ah, jetzt geht's wieder. Höchste Stufe haben wir hier schon. Okay. Sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen öfter hier ballern, Junge. Okay. Next, please. Läuft auf jeden Fall ganz gut bisher. Bin mal gespannt, wann, so, wann unsere Waffe mal schlechter aussieht. Okay, die Pfeile sind stark. Die Pfeile können einiges. Oh. Wolfsrüstung selten. Ah, müssen wir hier trotzdem noch mal kurz schauen. Boah. 140 Gesundheit für Waffen. Jo, aber wir nehmen die Dorn. Für, damit, wenn wir getroffen werden, dass die Gegner halt komplett lost gehen. Und sich selbst umbringt. 200, also doppelten Schaden, den wir kriegen würden, kriegen die jetzt ab. Na, wir sind natürlich ein bisschen schwächer geworden jetzt, da wir den Bonus nicht mehr haben. Na, wobei, nee, eigentlich nicht. Wir haben ja die Kraftaura jetzt um uns rum. War irgendwie verlangsamt. Habt ihr gesehen? Haben sich selbst umgebracht. Aua. Aus dem Weg. Kopf, schnell! Jawohl! Normale Wolfsrüstung. Wir haben eine bessere. Nice! Oh, das ist eine Kiste. Kiste, Kiste, aber nur mit. Oh! Mit Trank sogar. Ich habe mit meinem Schlag nichts getroffen. Das ist natürlich belastend. Aber hier ist nichts. Schade. Alter, wie unsere Augen glühen, ey. Oh. Lol, die glühen ja wirklich. Cool. Sollen die glühen? Oh, da ist irgendeiner gestorben. Okay, aus dem Weg. Oh, das mit dem Deutschen funktioniert aber ganz gut. Hey, was soll das denn? So, One-Shot.
Ja, nicht ganz.